Ja, Freunde, wir begrüßen euch zur nächsten Podcast-Episode hier aus dem Airbnb. Es ist Mittwochabend, wir sind heute hier gelandet, waren eben im Das Gym trainieren. Zur kleinen Randinfo, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, weil der Flug relativ früh ging für meine Verhältnisse. Bin dementsprechend ein bisschen schwach, aber nichtsdestotrotz rocken wir jetzt diese Podcast-Episode, auf die viele gewartet haben. Eine sehr besondere Episode. Denn, ja, wir sprechen über das vergangene Wochenende. Michael hat es ja über den Livestream dann verfolgt. Korrekt. Ich habe es tatsächlich geschafft, ich sag mal in Anführungszeichen, womöglich Geschichte zu schreiben. Denn ich habe am Samstag die Men's Classic Physik gewonnen, bin Europameister geworden. Am Sonntag habe ich die Men's Physik gewonnen. Bin dort Europameister geworden und sogar im Gesamtsieger-Session habe ich den Overall geholt. Das heißt, ich bin seit letzter Woche Sonntag offiziell Natural Men's Physique Pro. Kann man so, glaube ich, zusammenfassen. Klebt's in die Kommentare und da nochmal. Genau. Glückwunsch an der Stelle. Und seitdem ist halt geisteskrank viel losgegangen. Ja. Vor allen Dingen Social Media ist echt explodiert, so unfassbar viele Nachrichten, neue Follower, Abonnenten, YouTube, da habe ich die 1000 Abonnenten endlich geknackt. Dann nochmal Claps, 1000 Abonnenten, ja, danke an jeden Zuschauer nochmal, auch für die Podcasts dann, ja. Auf jeden Fall und zudem ist das Wettkampfvideo auch im Verhältnis bei mir auch sehr gut geklickt worden, was natürlich auch dem Ganzen zugute kommt, dass jetzt der nächste Wettkampf vor der Tür steht, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Aber wir möchten einfach mal jeden Tag kurz durchgehen, denn ich habe auch einige Fragen bekommen, die wir dann anschließend beantworten werden. Ja. Kommen wir direkt mal auf den Samstag zu sprechen, Classic Physik, beziehungsweise gehen wir mal einen Schritt zurück. Freitag. Und noch einen Schritt zurück, eine Woche zurück, Evo Classic. Was ist seitdem passiert? Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Einigen ist sogar aufgefallen, dass ich vielleicht ein bisschen ruhiger auf Social Media war, zumindest Instagram. Ich bin da ehrlich zu euch, das habe ich auch im letzten Podcast erwähnt, dass ich enttäuscht war. Nicht wegen der Platzierung, sondern einfach, weil ich nicht das gebracht habe, was ich bringen könnte. Das heißt, ich habe alles analysiert, unfassbar viel Footage, nochmal in mich gegangen, okay, was kann ich verbessern, damit ich die Form zur Europameisterschaft auf den Punkt bringe. Das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe. Dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht, habe meine Strategie geändert, einige oder viele weitere Punkte geändert. Wirklich alles nicht mit dem Ziel oder nicht in erster Linie mit dem Ziel Europameister zu werden, sondern einfach nur die Bestform zu bringen. Und das habe ich geschafft und wurde eben mit diesen riesen Siegen oder Triumphen belohnt. Ja. Form war auf jeden Fall, ja, besser ist immer schwierig zu sagen, weil die Form auf der Evo war auch gut, sehr gut, so, ne? War ein bisschen vollerer Look, ne? Und jetzt hast du, glaube ich, am Wochenende, hat man zumindest auch gesehen, für die Kenner, eine gute Fülle mit mehr Härte gebracht. So, ja. Und das Conditioning war es fürs Wochenende eigentlich perfekt. Ja, so, ja. Ich bin ein bisschen mehr auf die Härtekarte gegangen, was ausgereicht hat, weil ich an sich, glaube ich, immer noch einen guten, vollen, runden Look da mitbringen kann. Samstag, Classic Physik. Was sagst du grundsätzlich zum Line-Up? Du hast es ja im Livestream verfolgt. Line-Up schwer, weil, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass es ein sehr gutes Niveau war, durchweg durch die ganze Meisterschaft, war ja wirklich eine Europameisterschaft in Deutschland nochmal, ne? Muss man auch so sehen, dass zum einen sehr viele Teilnehmer da waren, ja, dass da generell dann das die Niveaudichte da schon höher sein kann. Plus in Deutschland, das heißt, wir in Deutschland, oder das sollte, oder ist, glaube ich, jedem bekannt, dass wir da schon sehr leistungsstark sind oder das Niveau einfach hoch ist. Und wenn halt so ein Wettkampf, der, glaube ich, normalerweise
in Rumänien, glaube ich, stattfindet, ne? Also ich viele einfach die Anfahrt dahin sparen und gar nicht bei der EM starten, dass man schon sagen kann, dass es dieses Jahr mit einem Heimspiel schon extrem war. Aber hat man ja auch gesehen, ne? Durchweg volle Klassen, ja, gut besetzte Klassen, würde ich schon sagen. Starkes Teilnehmerfeld, auch in der Classic. Ich habe mich speziell, weil es auch für Rocky war, die neue Klasse speziell auf Rocky konzentriert. Deswegen kann ich vielleicht zu den anderen Teilnehmern gar nicht mal so viel sagen. Aber hier und da auf jeden Fall der eine, der auch schon mal was abgeräumt hat. Also von daher kann man schon sagen, dass die Klasse gut belegt war. Und ja, grundsätzlich zur Performance. Sehr, sehr gute Performance, fand ich, ne, dafür, dass Rocky wirklich das erste Mal in der Classic gestartet ist mit den neuen Posen, sage ich jetzt mal. Eine rundum gute Figur gemacht, Spaß gehabt vor allem. Das hat man gesehen, ne, dass es so ein bisschen lockerer von der Hand ging. Ich glaube, da ist immer so ein, oder beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, kannst du ja gleich beantworten, dass du mit einer, mit keiner oder einer leichteren Erwartungshaltung da rangegangen bist, von wegen, hey, just for fun, wirklich gar kein Placing, gar kein Druck, also einfach so Neuland für dich und du probierst dich da einfach aus und das, finde ich, hat man auch sehr, sehr gut gesehen, dass das, dass du das ausgestrahlt hast, ne? Einfach Spaß gehabt auf der Bühne, hier und da was ausprobiert und dann noch eine spontane Kür. Da kann Rocky vielleicht gleich noch mal ein bisschen eher drauf eingehen. Story habe ich ihm eben schon erzählt, aber erzähle ich Ja. gleich hier auch offiziell. Ja, genau. Also, genau, das war ein relativ spontaner Start, weil ihr da draußen habt mich ja in den Kommentaren auf Instagram und YouTube so ein bisschen hingeleitet. Rocky, aufgrund der Beine und dem Posing, mach einfach mal die Klassik mit. Vorgeschlagen oder beziehungsweise gesagt, getan. Ich bin ohne Erwartungshaltung reingegangen, wollte einfach nur Spaß haben und für das allererste Mal Classic Physik, auch für mich, das Posing, weil man viel mehr zeigen kann, hat viel mehr Spaß gemacht. Also ich habe mich auf der Bühne richtig wohl gefühlt und es stand einfach auf dem Plan, so wie ich es im letzten YouTube-Video gesagt habe, ich wollte einfach nur Spaß haben. Dann ging es plötzlich so schnell. Ich habe den Sieg geholt mit großem Abstand von 20 Punkten, das heißt eindeutig. Und als ich von der Bühne kam, habe ich gemerkt, wow, okay, Rocky, du bist ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Ich frage die Leute, okay, wie war denn das Line-up? Kann das sein, dass ich einfach gut war oder war das vielleicht nicht so stark? Ich möchte jetzt keine Leistung von niemandem schmälern. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Recherche und Feedback von den Zuschauern. Der Zweitplatzierte, ne, der Fabian, der hat ja in Rumänien auch einen Titel gewonnen, hat an dem Tag die Juniorenklasse gewonnen plus den Overall. Das heißt, hat auf jeden Fall schon einiges gebracht. Und der Drittplatzierte, da gibt es auch eine Story zu, erzähle ich nachher, der hat bei der WNBF die Bodybuild-Klasse gewonnen. Das heißt, ich habe quasi einen Profiathlet plus einen, ja, Klassensieger aus dem anderen Verband geschlagen, was dann für mich auch heißt, okay, das war auf jeden Fall schon ein Line-up, wo man sich das vielleicht ein bisschen mehr erkämpfen musste. Und von daher, ja, immer dieser Competition-Gedanke, der ist bei mir halt einfach, im Nachgang war der halt da, um das zu reflektieren, aber vorher wollte ich einfach nur Spaß haben. Dann kommen wir zur Kür. Freitag, also so richtig eine Kür, die habe ich Freitag, ne, ich weiß gar nicht mehr, doch am Donnerstag eine halbe Stunde geübt, also am Donnerstag vor dem Wettkampf, also 2 Tage vorher eine halbe Stunde geübt und habe mir dann gedacht, als ich so mein Lied durchgegangen bin, Alter, eine Kür zu erstellen ist schon voll schwer. Freitagabend habe ich dann noch mal 15 Minuten, ganz kurz im Kopf bin ich das alles durchgegangen. Am Showday. Das Lied wird gespielt. Ich gehe raus. Dann die ersten 2 Posen. Ich liefere quasi meine Kür ab und in der dritten Pose, ich so, fuck, Alter, das kommt doch gar nicht. Und danach, und das werde ich niemals vergessen, immer wenn ich mir dieses Video anschaue, das YouTube-Video, wo ich die Kür präsentiere, man hört nur aus dem Publikum Florian zwischendurch, brutal,
krass. Und da muss ich immer so lachen, weil ab der dritten Pose war alles Freestyle. Ihr müsst euch vorstellen, manche haben sich vielleicht gedacht, Alter, voll die geile Kür, habe ich auch Feedback bekommen. Aber es sah so aus. Scheiße, Alter, was mache ich? Fuck. Und dann war ich so, ne? Ich hatte so Herzrasen, ich habe einfach durchgezogen. Irgendwie hat das doch gepasst. Ja, anscheinend sonst wäre ich halt nicht so gut platziert worden, denn die Kür zählt 50% in die Wertung mit ein. Also ich muss sagen, also ich wusste ja im Hintergrund, Rocky hat sich keine, also wenn er sich da eine Kür vorbereitet hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich vorher gesehen, nochmal ein bisschen durchgesprochen. Und es war schon vorher im Gespräch, keine Prio da drauf und deswegen viel zu tun und ja, einfach dann nicht einstudiert, spontane Geschichte. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe es im Livestream so ein bisschen, hat es so durchgeschimmert, ja, weil es einfach nicht die Leistung ist, die ich von Rocky erwartet hätte oder ja, oder erwarte so. Weil wenn der eine Kür macht und die explizit vorbereitet, dann sitzt auch alles zu 100%. Es war trotzdem eine gute Kür, weil Rocky ein guter Poser ist und er die generellen Posen drauf hat, ein schönes Lied ausgesucht hat, fand ich. Es war halt noch nicht zu Ende durchgespielt, würde ich sagen, und wie Rocky schon vorhin erzählt hat, einfach nochmal ein bisschen abgewichen ist von seiner eigentlichen Planung. Ja. Also sehr, sehr spontan. Dafür war es natürlich gut, aber ja, war so bei 80%. Die 20% hätte man auf jeden Fall, wenn man ehrlicherweise ist, nochmal herausholen können, ne? Dass die Posen fixer, besser stehen. Ne? Genau. So ein runderes Ding halt. Aber und auch, auf hohem Niveau. Und auch so die Bewegungen, dass es dann irgendwie zum Lied gepasst hat. Und im Endeffekt, als ich fertig war, ich gehe so auf die Knie, also meine Endpose, die sollte eigentlich nach vorne sein. Ja, ich weiß, das habe ich auch gefragt. Ich so, okay, eigentlich nach hinten. Ja. Dann dachte ich mir auch so, okay, normalerweise ist das ja nach vorne, aber warum nicht? Kann man ja auch nach hinten machen. Aber weil, alles einfach Freestyle, Leute. Also jetzt wisst ihr es. Jetzt müsst ihr die Kür nochmal gucken, aber mit dem Hintergedanken, dass es alles Freestyle war. Und mit dem Wissen, dass Florian brutal schreibt die ganze Zeit. Ich musste so lachen, ey, das werde ich auch niemals vergessen. Dann noch zwei Sachen dazu. Erste Sache, Thema Posing. Also ich finde es echt erschreckend, weil Classic ist ja auch irgendwo sehr repräsentativ für das Posing, dass manche eben nicht gut posen. Und das ist eine Sache, du kannst eine geile Form haben, du kannst eine geile Härte haben, aber wenn du dich nicht präsentieren kannst, dann zeigst du dich halt nicht so, wie du aussehen könntest. Von daher, ich stand das erste Mal auf der Classic-Bühne. Ich habe eine Kür gefreestylt, was anscheinend gut ankam. Und ich finde auch meine Präsentation in der Classic war für das allererste Mal sehr gut. Deshalb, Freunde, kurze Eigenwerbung. Jetzt vielleicht nicht während der Season, aber zukünftig. Oder einfach nebenbei, wer da ein bisschen Hilfe braucht. Ich glaube, ich habe euch jetzt zeigen können, dass ich da ein sehr, sehr guter Ansprechpartner bin. Was Posing angeht, bringe ich Leuten auch sehr, sehr gerne bei. Deswegen könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr da Interesse habt. Punkt Nummer 2. Auf TikTok ging meine Zusammenfassung sehr, sehr viral. Ich glaube, das wird was meistgeklickte TikTok von mir. Und da kam ein cooler Kommentar. Wie kamst du eigentlich auf diesen Song? Weil, also Billie Eilish, I don't wanna be you anymore. Das ist ein Song. Ich war auch mal jung. Mir wurde auch mal das Herz gebrochen. Und dann habe ich zu der Zeit dieses Lied gehört, weil ich, also Billie Eilish ist eine begnadete Sängerin. Ich war auch letztes Jahr auf dem Konzert, Stimme auch live, boah, Wahnsinn. Coole, sehr melodisch und hört mal auf den Text, Augen zu, genießt das. Und dann dachte ich mir schon damals, eines Tages, wenn ich in der Classic starte, dann werde ich auf diesen Song meine Kür machen. Und damals startet das mit einer Vision. Ich glaube, ich habe das vor 4-5 Jahren gehört, um den Zeitraum. Und da fängt alles mit einer Vision an. Und dass es jetzt so gelaufen ist, dass ich eine Kür mehr oder weniger gefreestylt habe und damit diesen Sieg erreicht habe, damit möchte ich euch einfach nur sagen, dass alles vielleicht mit kleinen Gedanken anfängt,
man sich selbst schon so ein bisschen den Weg ebnet, indem man das alles visualisiert und dann eben hart für die Ziele arbeitet. Das ist jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber das passt gerade dazu. Wenn ich sage, dass das, was jetzt passiert ist, schon längst überfällig ist und Leute, die jetzt ganz neu auf diesem Kanal sind oder den Podcast als erstes von mir hören, den ersten Content, den sie jetzt überhaupt von mir sehen, die werden vielleicht denken, Rocky, warum bist du so arrogant? Chill mal ein bisschen. Ja, könnt ihr gern denken, aber dann tut mir einen Gefallen, schaut mal auf meine Videos von vor 5, 4, 3, 2 Jahren zurück. Denn jeder, der mich schon länger verfolgt, und ich sage das mit vollem Selbstbewusstsein, der, und ich kam viele Kommentare und private Nachrichten, weiß, dass ich das verdient habe. Ich wusste schon immer, ich gehöre zur Elite im Natural Bodybuilding, Men's Physik zumindest, in Deutschland. Und ich habe es in diesem Jahr bewiesen. Sprechen wir gleich drüber. Ich weiß, dass die Aufmerksamkeit, die ich jetzt bekomme, auch schon viel früher hätte da sein müssen, weil ich liefere Content kostenlos mit einer sehr, sehr hohen Qualität über Jahre hinweg. Ein Mann an mir. Wir haben schon oft genug gesagt, ich mache einen Podcast, YouTube-Video, Instagram, TikTok und dann mache ich mein Coaching und filme auf Wettkämpfen alles. Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich harte Arbeit, auch wenn es manchmal länger dauert, immer auszahlen wird. Und ich bin noch nicht da, wo ich hingehöre, das weiß ich. Die Zukunft ist noch bright, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich möchte nur mal erwähnen, dass das jetzt alles kommt, weil ich sehr, sehr hart dafür gearbeitet habe. Genau, das war jetzt einfach das, was ich noch loswerden wollte. Kommen wir mal auf den... Oder willst du dazu was ergänzen? Ich ergänze das, das hast du schon gut gesagt, ja. Ich denke auch schon, dass die Leute das in dem Aspekt, zumindest die, die neu sind, falsch auffassen könnten, ja. Mhm. Aber da ist nichts hinzuzufügen, dass der junge Mann hier sich das nicht hart erarbeitet hat, wirklich. Wie gesagt, ne, 2018. Erster Wettkampf, wirklich, ne? Dann noch die Entwicklung generell vom körperlichen, ja, mentalen plus noch YouTube-Content-mäßige, ne? Ist schon, ja, sage ich jetzt mal, ein Meilenstein. Und dafür dann irgendwann belohnt zu werden, das ja, freut mich einfach riesig und wie Rocky schon sagte, wurde halt langsam auch mal Zeit. Danke dafür, aber kommen wir erstmal auf den Sonntag zu sprechen. Genau, Men's Physik, mein Fokus eigentlich gewesen. Ich habe es ja schon im YouTube-Video erklärt, dass ich nach der Classic mir eigentlich dachte, das ist Highlight. Und was am Sonntag kommt, das kommt dann einfach. Mhm. Und mir war bewusst, ein Line-Up wird krass wie bei der Evo Classic, denn wir haben die Top 3 hat sich wieder quasi eingependelt, wieder in der Top 3, was cool ist für Deutschland. Generell muss ich sagen, war also Ivo Leiner nur mit Vorauswahl, also sozusagen eine Einladung mäßig, war schon krass, aber da auf der EM war meiner Meinung nach nochmal ein stärkeres Leiner. In der EM, wenn man nochmal mehr Leute, die auch eher sehr ähnlich stark waren, so, ne, also mehr Leute heißt dann auch wirklich, die Jury muss da sitzen und da auch nochmal schneller, krasser selektieren, ne, irgendwo. Also kann man da schon mal nochmal nach einem Level abfragen. Ja. Genau. Und um es kurz und knapp zu machen, ich habe die Klasse gewonnen, wenn auch nur knapp mit dem Arthur. Was mich halt sehr gefreut hat, war einfach, dass der Florian im Anschluss meinte, Rocky, als der Arthur Zweiter wurde, hat man auch ihm angesehen, dass er sich richtig für dich gefreut hat. Das war jetzt nicht so ein Alibi-Freuen, sondern es war ein richtig vom Herzen Freuen. Und das hat mich, weil der Arthur und ich, wir kennen uns zwar nicht lange, aber seit der Ivo-Sichtung haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden, sind jetzt auch im Austausch, werden in Zukunft auch ein bisschen Content drehen. Und es war wirklich so auf der Bühne, man hat es auch, glaube ich, gesehen.
Es ging um Platz 1 und 2. Ich gucke ihn an. Ich so, Bruder, ich gönne dir das vom Herzen. Und er sagt genau das gleiche jetzt zurück. Und dann hat die Jury eben oder ein Juror mehr für mich gestimmt, was dann eben für mich den Sieg bedeutet hat. Und dann im Gesamtsiegerstechen war auch nochmal sehr, sehr tough. Beziehungsweise, was heißt tough? Man muss sagen, das sind halt die Sieger aus den anderen Klassen. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, einstimmig sogar gewonnen. Und ich konnte das gar nicht realisieren. Auch der Florian hat dann quasi aus dem Publikum geschrien, Hockey, du bist so quasi, wo sind die Emotionen jetzt? Ja. Ich konnte das aber nicht realisieren. Also das ging alles dann so schnell. Doch so schnell. Mhm. Abends, als ich dann nach Hause gefahren bin, ich stand vorm Spiegel, so im Badezimmer, noch Farbe komplett im Gesicht. Und Leute, ihr wisst genau, welchen Song ich höre. In der Prep, wenn ich abends meine Steps sammle und alles oder meine ganzen Gedanken visualisiere, diesen Song mache ich an, schaue in den Spiegel und dann, warm, Digga, kam alles raus. So Tränen liefen, du denkst, Alter, du hast die letzten Jahre so fucking hart dafür gearbeitet, du hast abgerissen, womöglich Geschichte geschrieben und dann noch dieser Moment, ihr wisst ja, im Podcast haben wir auch geteilt, dass meine Oma vor ein paar Monaten verstorben ist. Dann ist mir nochmal so der letzte Augenblick mit ihr in die Gedanken gekommen. Ja, und dann lief einfach so. Und dann Farbe in den Mund rein, mir war alles so scheißegal. Ne? Und das war so für mich ein Moment, Alter. Du hast es endlich geschafft. Ja. Du bist endlich da, wo du hingehörst. Mhm. Weil in der Men's League habe ich es geschafft zu schlagen. Da waren der Jules, war ein Klassensieger bei der WNBF, das heißt, der hat eine Klasse in einem anderen Verband gewonnen. Dann war der Fünftplatzierte, ich glaube, das war ein Italiener, der war bereits Profi. Der Viertplatzierte weiß ich gar nicht, aber der war auf jeden Fall Motherfucker breit. Ne, der war richtig breit. Ja, Digga, Netty ist schon grenzüber, Digga. Ja. Berzat ist Profi. Genau. Und ja, Gesamtsieger Evo Classic, der Arthur. Das heißt, es war nicht geschenkt. Ja. Es war überhaupt nicht geschenkt. Ich hab bewiesen, dass ich mich da ganz oben mit messen kann. Ja. Und deshalb kann ich eben mit Stolz behaupten, es gibt manche Wettkämpfe, du kannst nie bestimmen, wie das Line-Up ist. Ja. Aber das war wirklich top-notch ever. Ja, also das war schon heftig. Safe. Habe ich ja vorhin auch erwähnt. Mhm. Ja, der Sonntag, wie soll ich sagen? Also da habe ich auch noch einige Worte zu verlieren. Konnte leider ja, wie gesagt, nicht vor Ort sein. Hätte mir das gern gegeben. Generell zur Performance kann man schon sagen, das hatte ich Rocky vorhin auch gesagt. Man hatte im Gegensatz zu der Classic da schon einen unterschwelligen Druck gemerkt. In dem Sinne, dass Rocky ja eigentlich nur seine beste Form geben kann, aber ihr müsst euch ja vorstellen, und das ist ein großer Punkt, ihr arbeitet 5 Jahre jetzt, ne, auf ein Ziel irgendwo hin, mal irgendwo die Bestätigung zu erhalten, dass ihr dahin gehört oder das, was ihr gerade macht, dass es das Richtige ist irgendwo, ja, dass ihr dahin gehört. Und ich will jetzt den Leuten kein falsches Bild vermitteln, in dem Sinne, dass man irgendeiner Platzierung, einer Karte oder sonst was hinterherjagen soll, weil da zählt immer nur die Form, die ihr gebracht habt. Also es gibt wirklich etliche Leute, die werden niemals ein Overall holen. Niemals wahrscheinlich einen Klassensieg und niemals Profi werden. Das muss man mal ehrlicherweise so in den Raum sagen. Das muss auch jedem bewusst sein. So. Aber wenn man jetzt 4 Wettkampfseason macht, ne, und immer, das habe ich auch hier auch immer gesagt, greifbar dieses Ziel erreicht, so, ne, und immer gut abschneidet in den Top-Platzierungen, immer Top 3, wirklich immer Top 3, wenn nicht sogar eher Top 2. So, ne? Ja, Vizetitel waren ja schon einige. Da kann man das ruhig auf seine Bucketliste schreiben, ne? Und wenn man für diesen Sport lebt, da kann man das auch so für auf der Lifetime-Bucketliste schreiben, ja?
Und da kann Rocky nach dem Wochenende einen dicken Haken hintermachen. Und das freut mich einfach immens für ihn. Weil, ja, erstens Profi, zweitens Overall, weil das sind, glaube ich, so zwei Sachen, wenn man den Wettkampfsport betreibt, die möchte man gerne erreicht haben. Ja? Und wenn man da schon mehrere Jahre hinterher ist und das wirklich sich hart erkämpft und nicht so nach einer Season, kein Lucky Punch will ich gar nicht sagen, aber es ist auch zum Teil so, welche Jury sitzt da, was möchten die an dem Tag sehen, ne? Wer tritt überhaupt an. Also das sind so Faktoren, die kann man selber nicht beeinflussen, so. Deswegen zählt da ein bisschen Glück von der Seite mit ein, ja. Und dass das dann dieses Jahr nach hart erarbeitet wirklich geklappt hat, ne? Also längst überfällig, haben wir auch gesagt, ne? Das freut mich einfach immens, dass du dann auch mit dem Arthur nochmal einen Konkurrenten gefunden hast für die Season. Das ist auch immer ganz geil, ne? Woraus sich meistens eine Freundschaft bei euch jetzt gebildet hat, ne? Wo man zurückblicken kann, dann immer so ein paar Sticheleien macht. Das ist einfach geil, so jemanden zu haben für die Season, ne? Bringt auch coole Erinnerungen mit, freut mich natürlich auch. Aber ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Zu der Performance hatte ich ja auch gesagt, man hat einfach gemerkt, oder ich habe einfach gesehen, auch wenn man versucht, das so gut wie möglich auszuschalten, ist da so dahinter, jetzt muss steppe ich auf die Bühne und jetzt ist dieser Moment gekommen, wofür ich jetzt mittlerweile fünf Jahre geackert habe oder darauf hinarbeite, so. Und da hat man schon einen unterschwelligen Druck gesehen und das war jetzt anders als bei der Classic am Vortag, wo man einfach so es laufen lässt und Spaß hat. So, ne? Ich glaube, sicherlich, du hattest auch Spaß, aber irgendwo tief in dir war es auch so, du musst jetzt abliefern irgendwo, ne? Du willst auch abliefern. Da war halt so, ja, musste er sich, glaube ich, ein bisschen eingrooven nochmal von der Performance, ein bisschen das laufen lassen, aber hat ausgereicht, war super dann, ne? Jetzt halt die Frage, wo sieht man dich in Zukunft? Eher bei der Classic oder eher bei der Men's Physik? Das ist auch eine Zuschauerfrage gewesen. Mir gefällt beides extrem. Ich glaube, jetzt ein Urteil darüber zu fällen, ist schwer, weil ich mich gerade noch in der Wettkampfseason befinde. Ich glaube, das ist ein Thema für die zukünftige Podcast-Episode. Auch ein weiteres Thema wird die Dopingkontrolle sein. Es wird eine sehr, sehr lustige Podcast-Episode, Freunde. Glaubt mir, wird folgen. Deshalb würde ich da in Zukunft nochmal drüber sprechen, wenn die Season gelaufen ist und man ein bisschen Zeit hat, durchzuatmen und alles Revue passieren zu lassen. Generell muss ich sagen, ich glaube, Rocky hat es noch nicht realisiert. Ja? Also ich will es nochmal hier betonen. Die Leute denken, wir sind abgehoben, Alter. Du sagst, Digga. Zweifacher Europameister und Profi-Status. Und overall, so, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke auch, jetzt nach der Season ist ja auch fast Jahresende, so, da gibt es noch einen kleinen Recap, ne? Aber 2023 war bisher für dich ein sehr erfolgreiches Jahr, ne? Und auch für die Leute, das hast du ja am Anfang auch, oder jetzt vorhin auch erwähnt, harte Arbeit zahlt sich immer aus, Leute, also gibt Gas, so, haltet daran fest, es wird nicht unmittelbar sofort kommen, ne? Aber es wird sich auf jeden Fall auszahlen, wenn ihr einfach hart daran arbeitet und dran bleibt, ja, und fest daran glaubt. Genau. Und ich habe es geschafft, Bergheim auf die Karte zu bringen. Yo, wo sind wir denn, Bergheimer Goas? Nee, ja. Da will ich auch ein paar Gedankengänge ergänzen. Und zwar, weil du es gerade auch erwähnt hattest, ich bin jemand, der ist sehr konsequent und startet oft. Es gibt Leute, die haben vielleicht mal Lucky Punch. Für mich ist auch ein guter Athlet nicht jemand, der mal einmal startet und was gewinnt, sondern der über mehrere Seasons sich mit den Besten misst. Ja. Und ich finde es halt auch schade, dass es nicht viele Men's Physik Pros gibt in Deutschland, die halt starten. Du bist ja irgendwo Profi-Athlet, um vielleicht etwas professioneller den Sport auszuüben. Das deutet schon darauf hin, dass ich, oder dass ihr damit rechnen könnt, dass ich, oder dass das nicht meine letzte Wettkampfsaison sein wird. Und Thema, das passt auch zu dem, was du eben erwähnt hattest. Mich hat ja auch jemand angeschrieben, Rocky,
Du hast ja deinen Status doch gar nicht geändert, deine Profilbeschreibung. Ja, erstmal waren die letzten Tage so voll mit Nachrichten. Wirklich, ich übertreibe nicht. Ich musste mir echt abends mal Zeit einräumen, um was zu beantworten. Aber ich mache diesen Sport nicht dafür, oder ich habe jetzt nicht diesen Europameistertitel gewonnen, um das in meine Bio zu schreiben. Und auch nicht für irgendwelches Geld auf der Welt. Klar hätten jetzt auf der Evo 2.500 geschmeckt. Ne? Lecker. Arthur, Junge. Aber Europameister klingt doch krasser, oder? Das habe ich dir ein bisschen zurückgegeben. Nee, aber wie gesagt, man steckt einfach nur Geld rein in diesen Sport. Und ich finde es auch schade, dass die GmbF jetzt da für eine potenzielle WM nichts dazu gibt. Aber wie gesagt, ich mache es halt nicht wegen dem Geld und nicht, um mir direkt was in die Bio zu schreiben, weil ich jetzt Pro bin, so. Genau. Sonst. Aber. Erkennst du was? Meldet euch vorher bei Rocky Tex Coaching, weil wenn er die Bio ändert, dann werden die Preise auf jeden Fall teurer. Ey, Mann, das wollte ich auch noch sagen, das passt gerade cool. Wir haben ja eine Gruppe mit dem Team Rocky Lee Coaching, mit allen Athleten, und wie die in der Gruppe abgegangen sind. Kommentare wie, jetzt Coaching-Preise werden erhöht, direkt so, jetzt so, das habe ich schon mies gefeiert. Oder. Classic Physik Champion bald mit Urs und Sieber auf Bühne. Aber sei mal ehrlich, hast du dich bei der Classic Physik, das ist ja auch so weit, das haben wir vorher besprochen, ne? Natürlich, Leute, man, das ist ein naturaler Wettkampf so, aber wenn du da so gepostet hast, hast du auch schon mal gesagt, boah, boah, so ein Seabomb hätte ich auch jetzt so mit meiner Side-Chest in Tasche. Aber jetzt beim Posing, ne, man verfolgt ja so die Olympia und dann stehst du da und ziehst dann auch so eine Doppel-Bizeps-Side-Chest und so, mal posen die so, zeigst deine Beine und so. Kam dieser Vibe rüber, wo du schon denkst, so... Ich bin real zu euch. Als ich in der Classic auf die Bühne gegangen bin, habe ich mir einfach vorgestellt, Rocky, du stehst gerade auf dem fucking Mr. Olympia. Hab ich mir wirklich so vorgestellt. Und du gibst jetzt einfach Gas. Mhm. Und lieferst den Leuten eine Show. Also, da kam schon so ein bisschen diese Vibes raus. Geil. Kommen wir mal zu ein paar Fragen. Hast du Rituale oder Glücksbringer? Gebe ich direkt mal an dich ab. Hast du vor deinen Shows irgendwelche Rituale oder Glücksbringer? Also so oft bin ich ja nicht gestartet. Deswegen eigentlich nicht. Ich muss ja ehrlicherweise, ich glaube, wird Rocky auch gleich sagen, sind wir sehr ruhig, also nicht nervös oder sowas, dass wir vor die Bühne gehen, dass wir da keine vielleicht so Routine oder Rituale brauchen, damit wir uns so ein bisschen setteln, weißt du, sondern wir nehmen so mäßig, was kommt, also bis auf das ganz normale Prozedere mit Glanz drauf, Farbe, Pump-Up, Booster, eigentlich keine Rituale. Mal habe ich sogar Musik gehört, mal bei der anderen Show habe ich sogar keine Musik gehört. Ne? Ist jetzt nichts, dass ich so in den Modus komme, außer halt mit dem ganz normalen Prozedere. Nee. Da würde ich dir auch zustimmen, weil am Ende des Tages musst du, es ist halt schwer, wenn man, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch noch gar nicht so oft gestartet sind oder noch nie. Rituale kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man öfter startet. Für mich das Einzige, was mir einfällt, ist, einen Snickers zu essen. Ich wollte gerade sagen, dein Snack, willst du deinen Snack? Seit 2018 immer ein Snickers vor der Show. Genau, das ist so vielleicht auch mein Glücksbringer oder einfach meine Routine, die ich wahrscheinlich auch nie ablegen werde. Wie bereitest du dich mental auf den Wettkampftag vor? Eigentlich bin ich sehr, sehr entspannt. Ich bin ja schon, sag mal, fast ein alter Hase in dem Ding, meine vierte Season. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie ich mich auf der Bühne zu verhalten habe. Ich weiß vielleicht auch, worauf es ankommt. Ne? Mhm. Und mental versuche ich einfach nur das abzurufen, was ich davor, all die Wochen lang in der Vorbereitung geübt habe. An alles zu denken, das sind immer noch so kleine Dinge. Und einfach mit vollem Stolz das zu präsentieren, was ich einfach über Jahre lang aufgebaut habe. Genau, that's it. Also ich glaube, die Vorbereitung ist einfach die Vorbereitung, die Wettkampfdiät. Ne? Mhm. Wenn ihr an Tag X in Form seid, dann habt ihr euch so darauf vorbereitet, indem ihr
die letzten Wochen einfach gut und fleißig diätet habe, durchgezogen habe, ne? Das Posing geübt habe und. Ich glaube, da gibt es keine kurzfristige Vorbereitung. Einfach eure gesamte Wettkampfdiät ist eure Vorbereitung für die Bühne, theoretisch, wirklich, kann man ja wirklich so sagen. Und wenn ihr das Posing drauf habt, die Form setzt, ja, dann fühlt ihr euch auch ready, dann geht ihr einfach auf die Bühne und spielt das ab, was ihr daily gemacht habt. Also eigentlich ist das gefühlt ein Tag wie jeder andere, wirklich. Es fühlt sich wirklich so zum Teil so an, außer dass ihr auf dem Wettkampf seid. Ja, Ich kann aber verstehen, dass einige Leute sehr, sehr nervös sind. ja. Völlig. Deshalb ist mentaler Support auch vielleicht für den einen oder anderen notwendig. Vielleicht für die gesamte Wettkampfvorbereitung, das alles zu planen. Und wie du schon gesagt hast, Auf jeden Fall. Leute, ich habe jetzt schon ein paar Anfragen bekommen. Preis richtet sich immer nach der Nachfrage. Deshalb, wer wirklich es ernst meint, ich meine jetzt nicht irgendwelche Leute, die ne, sowieso nichts durchziehen, da bin ich ehrlich zu euch. Leute, die es ernst meinen, ob es jetzt Wettkampfambitionen sind oder einfach nur so in Form zu kommen, Leistungsathleten. Anfragen nehme ich schon an und dann werde ich das nach und nach beantworten. Nur würde ich mich an eurer Stelle beeilen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Triffst du noch Womens in der aktuellen Prep-Phase? Okay, nochmal zur Songauswahl eben. Da war ein Mädel damals, ne? Ich war auch noch jünger. Ey, man wird einfach erwachsen. Ich habe damals so eine Scheiße mit mir machen lassen. Ne, jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, weshalb diese Songauswahl zustande kam. Und die hat wirklich so, wenn man sagt, das ist so die Gürtellinie, Bruder, die hat da unten diese andere Moves gemacht. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich ihr das erzählt Ja, habe. doch, ich glaube schon. Genau vor einem Jahr in Wien, weißt du noch? Als wir hier waren, Ja, habe ich dir die doch, Story ja, erzählt. genau. Werde ich vielleicht irgendwann mal öffentlich machen, wenn ich zurücktrete aus den sozialen Medien. Echt verrückte Story. Und um auf die Frage zurückzukommen, nein, weil erstmal keine Zeit, kein Fokus. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer für, sag mal, eine Person, die nicht in dieser Nische ist, nachzuvollziehen, warum jemand das tut, warum er sich runterhungert, warum er mit Absicht eine lange Zeit mit weniger Energie, vielleicht Lebensqualität, mit vielen Einschränkungen, das macht. Trotzdem mit Leidenschaft und Liebe. Und ich glaube, man macht, vielleicht kannst du dazu gleich was sagen, während einer Wettkampfvorbereitung, besonders am Ende, auch vielleicht einen kleinen, ja nicht Sinneswandel, aber die Person, man verändert sich so ein bisschen. Ich glaube, ich bin eine etwas andere Person mit 6% Körperfett und in Klar. der Wettkampfseason als, keine Ahnung, mit 10, 15% Körperfett. Und ich glaube, es wäre Menschen nicht fair gegenüber. Oder es würde einfach nur die richtige Persönlichkeit so ein bisschen verfälschen. Und das 100%. möchte ich niemandem zumuten. Wie gesagt, ich habe auch keine Zeit und keine Energie. Aber die Leute wollen mit Europameister chillen. Und die wollen nicht mich, die wollen nur meinen Titel haben. Aber ich hab auch zu meiner Mutter gesagt, Ma, ich weiß, wenn ich dir das jetzt sage, dann bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten 5 Jahren Frauen und Kinder zu haben. Einfach weil Ey. ich so viel Visionen noch habe, was für Projekte anstehen und wo ich noch hin will. Weißt du? Nachher, nach Prep, ich lerne einfach jemanden kennen und direkt lasse. Ich skate zurück. Ey, da kann ich Rocky zum Teil auch nur widersprechen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich weiß ja, der Junge hat so seinen eigenen Kopf dahingehend, aber ich bin der Meinung, wenn die Person kommt, dann kommt sie und dann wird das die zukünftige Planung ein bisschen durchgewürfelt, ja, nicht komplett verschoben, weil so ein Typ ist Rocky nicht, aber da öffnen sich einfach neue Türen, Perspektiven, Richtungen und ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, so man taktet das so ein bisschen durch oder plant so ein bisschen was und dann ja, war es bei mir auch so und dann plant man halt ein bisschen anders, ne, oder mit was anderem, so wenn man sich jetzt vorstellt, ne, allein schon dieses Jahr, was so passiert ist, ne, also Ende letztes Jahres ja auch nicht so irgendwo zusammengedreht, ne, also und jetzt, vor allem jetzt,
wirft das nochmal vielleicht ganz andere Richtungen ein, nochmal, ne? Ich bin auch ehrlich, guck mal, deswegen. Wenn ich jetzt den Content oder diese gesamte Entwicklung, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich da eine Person an meiner Seite, auch mit zusammenwohnen und so, ja, wir könnten abends wahrscheinlich nicht diesen Podcast immer machen, ich könnte nicht so YouTube-Videos in dem Sinne, also es müsste schon hart passen, ne? Ja, es muss halt die richtige Person sein, ne? Und also, so Work-Life-Balance, das, ich finde es heutzutage voll schwer, ne? Auf Frauen, anderes Thema, müssen wir mal einen separaten Podcast zu machen, weil, ja. Aber um das, was Rocky vorhin angesprochen hat, mit, man ist, nicht dieselbe Person, das kann ich auch so bestätigen, so ist halt, die Zündschnur ist kürzer, man muss erstmal eine Person finden, die das alles auch mitmacht, ja, und versteht, ja. Also da bin ich ganz bei deiner Seite. Ich für meinen Teil bin auch wirklich ein anderer Mensch gewesen, also im Kern war ich immer noch derselbe, aber einfach nur, man hat Hunger wirklich, ne? Man hat nicht so viel Energie, normalerweise jetzt mit dicken Backen, ja, bin ich sehr lebensfroh, mache hier und da mal Scherze und da heißt es einfach nur Überlebensmodus und gucken, wie du deinen Tag überlebst. Und das, ich war zum Glück da schon mit meiner Freundin lang genug zusammen und das war die zweite Wettkampfdiät mit mir und die konnte das irgendwo verstehen, aber selbst für sie war es schwer. Mhm. So, und da nochmal jemanden komplett, ja, Neues, genau, der es gar nicht versteht, ist... Ja. Eine Nummer für sich, aber da kann, glaube ich, jeder Wettkampfathlet so ein Lied von singen. Aber ja. Abschließend dazu, es war teilweise wirklich so oder ist immer noch so, wenn ich abends dann im Bett liege, ich bin so glücklich, dass keiner neben mir liegt. Ich bin echt glücklich, weil ich teilweise von Freunden höre, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, sonst kriege ich Ärger, die dann einfach so davon berichten, dass die Stress haben. Und Mädels, ne, ich sag jetzt mal eins, wenn das jemand hört. Männer sind in der Regel sachlich. Ne? Wir, ja, können rational, immer alles rational, wir können, ja, das so argumentieren. Und Frauen manchmal ohne Sinn. Einfach, ja, ohne Sinn. Die wissen, dass die halt wahrscheinlich, ja, nicht recht, einfach emotional. Und für mich ist es halt, weil ich bin in vielen Sachen halt, ich habe halt auch oft einfach so eine Scheißegal-Haltung. Die muss man vielleicht manchmal auch in den Tag bringen, aber bei mir ist sie teilweise schon echt extrem und ich kann mich halt mit sowas nicht befassen, weil keine Energie dafür, ja, so auf Sinnlosigkeit, ja, ne? Boah, jetzt kriege ich einfach Feminismus-Hatewelle. aber das muss ich halt anbringen, dass ich manchmal echt zu Hause dann alleine sehr, sehr glücklich bin, wenn ich höre, dass da oder da sinnlos Stress ist, weißt du? Verstehe ich. So, okay, wir wollen nicht drauf eingehen, sonst werde ich hier noch gehatet. So, dann, großes Ziel erreicht, jetzt der Dryfag. Ja, was heißt großes Ziel erreicht? Ich weiß gar nicht, ob mein Ziel, also mein Ziel war es jetzt nicht explizit, zumindest wenn ich drüber nachdenke, eine Pro-Card zu gewinnen, sondern einfach nur beste Form zu bringen und nach einer Pro-Card geht es dann noch weiter. Ja. Pro-Shows gewinnen. Coaching weiter ausbauen, sowas. Also genau. Ich glaube schon. Was beruflich angeht, auf jeden Fall. Ne? Das weiter aufbauen habe ich auch schon, wie gesagt, schon ein paar höhere Ziele. Aber was jetzt rein Wettkampfambition angeht, ja, wir hatten drüber gesprochen, vielleicht bei NPC angreifen als ein Naturalathlet, ein paar gucken, wie die Chancen stehen, wenn man gut aufbaut. Und das ist auch wirklich die richtige und gesunde Erwartungshaltung, wirklich. Weil ich kenne auch einige Leute, die verkrampfen sich entweder auf den Titel, auf die Platzierung und so, ne? Und die starten nie wieder, oder? Ja, weißt du? Und was, wenn das nicht klappt oder wenn das klappt so und was dann seid ihr einfach mental nicht auf der Länge und wie Rocky schon gesagt hat, also Ziel ist es immer, sich selber zu schlagen und danach geht es ja dann weiter, ne? Man kann immer besser werden, in dem Sinne andere Bereiche nochmal in Angriff nehmen, also ja, geht weiter, die Reise, die Journey, deswegen abonnieren, wenn ihr mit dabei sein wollt, ne? Safe. Digga, das habe ich gesagt. Es war erst der Anfang. Es wird noch so krass viel kommen, Freunde. Mit Juice auf Olympia. auf Natural Olympia. nee. Genau hier. Wann gehst du zur Olympia? Oh, okay, eine krass. Frage. Ja, unter uns. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass man das Natural nicht auf Mr. Olympia schafft. Und umzugehen, da sehe ich mich jetzt nicht, noch nicht, ich sage niemals nie, aber weil einfach in den letzten zwei Jahren so unfassbar viel ging. Und ich bin ja jetzt gerade Naturalgericht zur Elite von Deutschland,
würde ich es einfach sagen, zumindest Bands Physik. Ich glaube, das kann ich so von mir sagen. Wenn ich auch gerne mal mit den einen oder anderen Profiathleten messen. Wäre cool, wenn wir da irgendwann sich vielleicht ein paar Leute abstimmen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich gehöre jetzt zu den Besten in dem, was ich tue, zumindest im europäischen Raum. Jetzt bei den. Ja, okay, jetzt, ich habe noch keine Profi-Wettkämpfe gemacht, aber jetzt als Amateur. Ich bin ja jetzt quasi von Amateur Profi geworden. Und dann diesen Step zu gehen, zu naschen und dann erstmal nur einer von vielen zu sein, ist. Ich habe eine Leistung erbracht, die viele nicht natural erreichen können. Oder weil die einfach nicht geduldig sind, weil die nicht wissen, wie es geht, etc. Also dieser Gedankengang, das ist halt so in meinem Kopf, einer von vielen oder einer von vielen. Ja. Boah, Digga, das klang gerade krass. Ich muss bald einfach ein Buch schreiben oder so. Aber, oder wie siehst du das Ganze? Ja, voll. Sehe ich auch so. Ich denke auch trotzdem schon, dass ich will jetzt noch hier nichts einreden. Setz rein, Digga, mach. Dass man dadurch, dass man natural schon gut abschneidet, sehr gut abschneidet, zu der Elite gehört, dass da das Potenzial da ist, auch enhanced oben mit zu spielen. Ja, also die Basis ist schon da. Da muss man halt nur in die Waagschale legen, zu welchem Preis. Ne? Genau. Was sind so die Werte, die man vertritt? Das Ganze drumherum ist ein bisschen komplexes Thema, aber ich hätte jetzt sowieso gesagt, beziehungsweise was wir vorhin drüber geredet, sehr schade finden, ist tatsächlich, dass Rocky noch nicht bei den Profis gestartet ist, aber das Niveau von den Amateuren theoretisch höher ist als bei den Profis. 100%. Natural. So, weil irgendwie bei den Profis, es verläuft sich. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass wenn man Profi geworden ist, dass die Leute gar nicht mehr starten. So. Das heißt, die Teilnehmeranzahl bei den naturalen Athleten ist einfach viel größer und da versucht jeder die Pro-Card zu ergattern. Eine gute Platzierung und dann startet einfach nicht mehr. Das heißt, die verschwinden dann so mäßig von der Bildfläche. So. Ja. Entweder die gehen enhanced oder die gehen die werden Familienväter, weil natural dauert es einfach ein bisschen länger, ne? Und dann verschwimmt sich das, glaube ich, im Leben, plus die wechseln die Klasse und. Gibt etliche Gründe, aber so würde ich schon sagen, dass ich meine, war jetzt theoretisch eine Men's Physik Pro. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Am Freitag war ja eine Pro-Show von der PNBA, heißt sie. Da waren, ich glaube, es waren nur zwei oder drei Men's Physik-Athleten, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich gar nicht gesehen. Die kamen raus, Profis wohlgemerkt. Ja. Arthur und ich schauen uns an. Wir fangen an zu lachen und sagen, wir hätten die beide locker genommen. Locker genommen. Ey, das ist nicht übertrieben. Schaut es euch an, vielleicht gibt es da irgendwie noch einen Livestream, so eine Aufnahme von. Arthur und ich haben uns angeguckt, ja, wir hätten locker diese Preisgeld mitgenommen. Tausender. Locker, ehrlich. Deshalb ist es halt Profi, wie du schon sagst, wenig Leute und die Dichte ist in der Regel nicht so hoch. Ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Profis geschlagen, so. Ja, muss man dazu auch sagen. Und nochmal zum Thema Enhancen, Stoffen, Naschen, wie auch immer. Sollte ich irgendwann die Entscheidung treffen, dann. Gehe ich davon aus, könnt ihr mir auch glauben, ihr folgt mir schon lange. Ich habe eben auch, sagt man, mir fällt das Wort gerade nicht ein, auf eine Basis aufgebaut, wo ich euch das ganz ehrlich sagen würde. Also ich würde jetzt nicht sagen, Leute, ich bin jetzt aus Stoff, ich würde es euch auf anderen Wegen mitteilen, aber so ehrlich würde ich sein und bin jetzt keiner, der irgendwie... So, ja. Hinterrücks. Das passt doch super zum Thema. Mhm. Sag mal, was hat denn der Jablonski zu dir gesagt? Was genau meinst du? Bei der Dopingkontrolle danach. Ja. Oder willst du das mit der einen Story? Oder was nee, jetzt, du wolltest doch, du hattest doch durch den Overall-Sieg, musstest genau, du ja kurz zu der Kontrolle gehen. Ja. Wie sowas abläuft oder willst du das. Wie sowas abläuft. Das würde ich in einer separaten Folge machen, weil das ist, ich muss da viel zu sagen. Okay. Ich sag nur mal so als kleiner Teaser, es wurde auch
Stellen berührt und angeschaut, wo die Sonne nicht scheint. Deshalb wird das in Okay, Zukunft okay. kommen. Noch eine weitere Sache. Erstmal vielen lieben Dank für die 1000 Abonnenten auf YouTube. Ich hatte euch versprochen, dass ein Gewinnspiel kommt. Kommt nicht. Nein, wird 100.000% kommen. Aber ich befinde mich gerade in der Season. Ist gerade nicht der optimalste Zeitpunkt. Plus, ich habe im Hinterkopf ein Video geplant dafür. So ein Special wird kommen. Gibt mir Zeit. Ihr werdet auf allen Plattformen darüber informiert. Deswegen bleibt hier auf jeden Fall dran, wenn ihr ein fettes. Digga, ich habe nur 1000, sag mal nur 1000 Abonnenten, aber Digga, ich mache Gewinnspiele. Glaub mir, dicker als die Leute, die keine Ahnung, wie viele Mit haben. Ne? PlayStation 5 Ferrari, Digga, ich schenke einfach Ferrari, ja? Nein. Digga, da muss, oh, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten sein. So, genau. Ansonsten fällt dir noch irgendwas ein, was das Ganze nochmal abrundet hier? Boah, nee. Also ich bin gespannt, was jetzt. Wir befinden uns ja jetzt paar Days out. Drei, So glaube ich, ja. 3 Days out zu der Anwerf. Wie das da nochmal ausschaut, ja. Ich denke, jetzt gehen wir Ganz entspannt, nochmal, ja, ne? genau. Kann man so sagen, tatsächlich nochmal mit weniger Druck da rein so und haben noch mehr Spaß so. Das nicht dieses, es ist immer noch hart umkämpft, so ist es nicht, aber es Ja. ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen, wenn wir das so sagen. Also, ja, der Alles, was Drive ist jetzt kommt, das, ist ist nur Bonus, Bonus. ja, Es ist nur genau. Bonus. Und deswegen ja, freue ich mich einfach, hier zu sein, das nochmal live zu sehen, nochmal zu connecten. Vorhin im Gym war alles nochmal cool, wie ein geiles City, es ist einfach geiler Vibe so. Und da merkt man einfach, Bodybuilding ist es, oder? Bodybuilding, Ja. also für die Leute, die es wirklich fühlen, das ist einfach so ein geiler Sport, muss ich hier nochmal erwähnen. Das ist einem nicht immer bewusst, so, aber in solchen Fällen weiß man es einfach nochmal wieder zu schätzen, ja. Ja, deswegen. Okay. Sehr cool. Meine letzten Worte für diese Podcast-Episode. Ich habe einige Nachrichten erhalten, dass ich Inspiration bin, sehr motivierend bin. Was mich freut, dass Leute, die ich schon länger kenne, aber keinen Kontakt mehr hatte, mir trotzdem schreiben und sagen, zum Beispiel letztens einer, ich schaue ehrlich gesagt kaum deine YouTube-Videos, das habe ich mir angeschaut, auch emotional getriggert. Man merkt dir die Leidenschaft an. Und zum einen freut es mich natürlich, wenn ich für viele eine Inspiration bin. Aber stellt euch einfach mal vor, ich oder euer Leben ist so quasi ein Zug, der fährt und ihr steigt irgendwann ein bei mir. Nimmt nur das mit, wo ihr denkt, okay, Rocky, das, was du gerade sagst, das macht Sinn. Das, ne, sehe ich jetzt nicht so, nehme ich nicht mit. Nicht alles blind, immer ein bisschen hinterfragen. Und für eine gewisse Etappe fahrt ihr mit mir mit, hoffentlich eine lange Phase. Und irgendwann steigt ihr aus und habt dann einfach nur das Beste mitgenommen aus all den Dingen, die ich euch kostenlos über Jahre, jetzt schon 5 Jahre mittlerweile, auf den Weg gebe, wo ich meine, das ist das, was ich als richtig erachte. Klar, ich entwickle mich auch noch weiter und Dinge, die ich damals gesagt habe, sehe ich vielleicht heute nicht mehr so. Aber nehmt immer nur das mit, was ihr, wie gesagt, denkt, was für euch in eure Situation passt. Und ja, supporten könnt ihr natürlich das Ganze mit einem Einkauf bei Neosubs und Smilo Dogs. Wie gesagt, kostenlosen Content über Jahre. Würde mich natürlich freuen, gerade in so einer Wettkampfzeit ist natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Und wir versuchen für euch trotzdem hier den Content zu drehen, obwohl ich schon 3 Stunden gepennt habe. One-Man-Army immer noch. One Man Army rockt das Ganze. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Showday-Video. Digga, überleg mal, ich mache 3 Shows und versuche schnellstmöglich die Videos einfach online zu bringen, obwohl ich tot bin, so gefühlt tot. Ja. Also deswegen hier einen Daumen nach oben lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zukünftig sehen wollt. Habt noch so viele Ideen im Kopf. Michael, dir gilt das Schlusswort. Gibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben genug geredet, ne? Habt einen schönen Tag, Abend, whatever. Und
Ja, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten, bei der nächsten Episode. Peace out.